Schönen guten Tag. Ich möchte Ihnen heute eine erste Auswertung des Winters 2019-2020 für Deutschland vorstellen. Das, was viele sicherlich auch schon gespürt haben, bestätigen die ersten Auswertungen des DWDs. Der Winter 2019-2020 war der zweitwärmste Winter in der langen Zeitreihe der Beobachtung des DWDs seit 1881. Nur der Winter 2006-2007 war etwas wärmer wie der diesjährige Winter. Wir haben für diesen Winter eine Anomalie gegenüber den vieljährigen Mitteln 61 bis 90 von fast 4 Grad. Das ist ausgesprochen viel, ein sehr, sehr warmer Winter. Dazu zusätzlich, die Niederschläge waren auch überdurchschnittlich viel. Das ist aber hauptsächlich dem Februar geschuldet, der Dezember und der Januar eher zu trocken waren. Diese Entwicklung der warmen Winter, die wir hier sehen, es werden immer mehr und auch immer wärmer. Das ist aber etwas, was wir nicht nur in Deutschland sehen, sondern auch in Europa und auch global. Global sehen wir die Auswertung bisher hauptsächlich mal von Dezember und Januar in diesem Winter. Der Dezember war weltweit der zweitwärmste Dezember, der jemals seit Messbeginn registriert worden ist, der Januar sogar der wärmste. Da sich diese Tendenz auch im Februar fortgesetzt hat, gehen wir davon aus, dass auch im globalen Maßstab der diesjährige Winter einer der wärmsten, wenn nicht sogar der wärmste überhaupt werden wird.